Wo? Ja, hören Sie mich jetzt? Ja. Okay, super. Also unsere Finanzabteilung ist da und der mag die amerikanische Express für Sie, okay? Kurz Moment, nur eine Minute Zeit bitte. Ja, aber dann müssen wir dabei reden. Hallöchen, meine lieben Freunde meines Kanals und willkommen zu diesem neuen Video. Heute wieder der Wilson am Telefon. Wir machen da weiter, wo wir gestern aufgehört haben, und zwar bei der Einzahlung. Keine Ahnung, was er sich davon verspricht, aber er ist sich wohl ganz sicher, dass es dieses Mal klappen könnte. Und eins kann ich euch verraten, es ist nicht der letzte Teil von Wilson. Wilson ruft bei uns nochmal an. Ja. Naja, aber machen wir mit der Intelligenzshow heute weiter. Viel Spaß beim Reinhören. Wir können reden als Frau. Ja, macht der Job da ja, Spaß? Natürlich. Menschen abzocken? Ja. Aber also, warum macht man sowas? Wir haben eine Finanzabteilung und wieder eine Broker. Finanzexperte einfach. Mhm. Und der macht nur die Bankdaten und die ganze alles für sie. Ja. Und warum zockt ihr die Leute ab? Also wir sind mit 4 Personen. Ist meine Sekretärin, die Elena. Und unsere Finanzabteilung und Herr Sven, wo sie haben früher gesprochen mit Dan. Ja, aber ist doch nicht anständig. Ja, also, wir haben die Kunden und wir müssen 2 Personen arbeiten. Mhm. Ja, aber willst du dir nicht was Seriöses suchen? Irgendwie einen anständigen Job? Nochmal bitte? Ja, willst du dir da keinen anständigen Job suchen? Irgendwas Seriöses. Gibt ja auch seriöse Arbeit. Nicht nur so ein Kack. Hm? Ja, du musst schon was sagen. Gut, Moment bitte. Nee. Jetzt erzähl mal. Man kann doch nicht zufrieden sein mit so einer Arbeit. Ist doch nicht erfüllend, sowas. Ja, okay. Wir machen das schon. Gut, Moment. Na, na, na. Ja, aber was bringt dir das jetzt her, hm? Ist doch nicht seriös, sowas. Wen wollten ihr damit überzeugen? Tja, und da kommt jetzt wieder nichts, oder wie? Tja, naja, wenn du mit der Meinung bist, du willst deine Leitung da weiter verschwenden, gut, dann machen wir das so. Also, sind Sie noch da? Ja. Okay, wir machen das Street by Street ab. Keine Sorge, bitte. Also, Entschuldigung für die Zeit, weil die Finanzabteilung, die Elena macht so langsam. Oh, Elena. Oh, Elena. Mach das schneller, bitte. Okay. Soll das irgendwie witzig sein oder so? Nein. Keine Sorge. Also, dir ist schon bewusst, dass ich absolut an deiner Intelligenz zweifle, ne? So. Ich liebe dich, weil sie sind so intelligenter. Ja, das ist wirklich. Ja, wirklich. Sie sind die erste Kunde, wo sie haben so viel gefragt. Mhm. Aber. Da fragt ich uns habe keiner? Antworten für die ganze Frage. Ja, irgendwie nicht. Aber fragt da sonst keiner nach bei dem Scheiß, den ihr da macht? Finden das alle seriös? Ich glaube nicht. Wie viel legen denn da so auf? Lieber Herr, ich habe so viel Kunden und sie haben auch mir gefragt, wenn wir sind seriös oder nicht. Aber wann sie haben gesehen, die Operationen mit MetaTrader 4 und MetaTrader 5, also sie haben gesagt, oh Jay, okay, danke schön für ihr Geld und so. Also, Herr. Ja, dass da bei euch keine Umsätze bei rauskommen, das ist ja, denke ich mal, logisch. Ja? Ja. Ja, nun? Findet ihr das jetzt da gut, oder? Weiß ich nicht, was hat denn das jetzt hier für einen Sinn? Nochmal bitte? Ja. Was haben Sie gefragt? Ja, ob du dir nicht mal einen anderen Job suchen möchtest, irgendwas Seriöses. Also, ha. Die viele Leute haben mir gefragt, wenn wir sind seriös. Ich habe das schon mal gesagt. Naja, aber nicht irgendwie seriös beantwortet. Aber Sie haben gesehen mit den deutschen Bankdaten
und nicht mit einer Ausländischen oder etwas so. Und ich weiß nicht, was sie denken in ihrem Kopf. Naja, aber wenn die Kunden haben sie gesehen, die Operationen, wo sie haben die Profite 20 Euro, 30 Euro pro Tag gemacht, sie haben gesagt, oh, okay, danke und sowieso. Ja, wie viele Leute glauben euch denn den Quatsch? Weil wir machen die ganze alles für die Leute. Vielleicht für das. Ihr behaltet und die Kohle, das ist ja klar. Wir nehmen die ganze Anbote. Ihr zahlt ja nichts aus. Also wir arbeiten mit die WhatsApp auch. Ja, ja, aber ihr zahlt ja nichts aus. Das ist ja schon mal Fakt. Lieber Herr, Sie können nicht in einem Büro zurück anmelden. Also zurück anrufen. Ja, das ist aber ja das Problem, richtig. Aber wir benutzen die WhatsApp, wo die Kunden können uns anrufen. Das ist anrufen. Ja Quatsch. Über WhatsApp kann man euch ja nicht zurückverfolgen. WhatsApp, und lieber Herr, WhatsApp ist die erste App in die ganze Europa. Hä? Ne, WhatsApp ist nicht die erste App in Europa. Ha, kennen Sie, was WhatsApp ist oder ne? Ja, wer weiß nicht, was WhatsApp ist. Das weiß, glaube ich, jeder. Aber trotzdem, bei WhatsApp weiß man auch ganz genau, dass man die Leute nicht rausfindet, die am anderen Ende sitzen. Und dass die Telefonnummer, die ihr da benutzt für WhatsApp, dass die auch nicht stimmen muss. Da kann man irgendeine Prepaid-Karte nehmen. Also, lieber Herr, die WhatsApp ist nur eine App, wo sie können, wo die Kunden können bei uns anrufen. Weil diese Telefonnummer ist von unserem Büro. Und die WhatsApp ist immer bei Elena und Elena sieht die ganze SMS. Genau. Ja. Tja, wie immer nur ein Haufen Bullshit. Denn jede Firma, die euch anruft, muss über diese Rufnummer, die bei euch im Display steht, auch zurückrufbar sein. Ihr müsst, also zwangsläufig, da gibt es kein Wenn und Aber, diese Rufnummer zurückrufen können. Denn alles andere ist in Deutschland einfach mal illegal. Also, wie kann das sein, dass der mir hier erzählt, nein, das muss alles nicht sein, das ist alles richtig und wir hätten ja WhatsApp. Ja, aber WhatsApp kann man keinen zurückverfolgen, das geht einfach nicht. Weil bei WhatsApp, da kann man sich auch irgendwelche Nummern ausdenken, irgendeine Prepaid-Nummer nehmen, den Account freischalten und die Nummer danach löschen. Und in anderen Ländern ist das nicht so extrem wie bei uns in Deutschland. Da gibt es auch Wegwerfrufnummern, die man nur einmal benutzt und auch keinen Namen dazu registriert. In Deutschland muss man zu jeder Telefonnummer auch einen Namen registrieren. Tja, und das hat man halt im Ausland nicht. Das heißt, man kann die gar nicht über WhatsApp zurückverfolgen, selbst wenn da eine eindeutige Rufnummer steht. Und selbst wenn man diese Rufnummer auch anrufen könnte. Tja, so ist das halt eben, ne? Und von daher ist diese ganze Erklärung hier, warum man die nicht zurückrufen kann, schon wieder Blödsinn. Weil da gibt's nichts dran zu rütteln. Wenn euch jemand anruft, müsst ihr diese Rufnummer zurückrufen können. Und es muss auch jemand rangehen. Mal davon abgesehen, dass Warteschleifen vielleicht auch voll sein können. Das ist eine Ausnahme. Aber letztendlich geht ja jemand ran. Und das ist ja hier nicht der Fall. Wenn man die Rufnummer zurückruft, landet man entweder bei fremden Menschen, ja, oder die Nummer existiert halt einfach gar nicht. Für das ist die WhatsApp. Also, lieber Herr, wenn Sie wollen, anfangen mit uns, okay. Wenn Sie wollen nicht, können wir wieder das sagen. Also, Herr Wilson, ich will nicht mehr reden und ich will nicht mehr mit dem Trading Interesse haben und sowieso. Weil einmal Sie machen eine Anmeldung, Sie fragen, Sie haben auch Informationen, Sie nehmen Antworten und Sie sagen, ich will oder ich habe keine mehr Interesse. Ja, ich glaube, wie viel Interesse wir an dem ganzen Laden hier haben. Ich bin der Meinung, wir haben ihm das schon ausdrücklich und eindringlich auch gesagt in den letzten beiden Telefonaten. Aber irgendwie scheint der Typ das wirklich absolut nicht zu kapieren. Der versucht bis aufs allerletzte irgendwie noch an das Geld ranzukommen, auch wenn es eigentlich ausweglos ist. Ich weiß nicht, wie verzweifelt man da sein kann. Wobei er verzweifelt, weiß ich nicht. Wirkt er verzweifelt? Ich glaube nicht. Also eigentlich wirkt er nur ein bisschen doof. Also ich habe auch keine Zeit zu tun. Ich habe auch keine Lust mehr. Ja, aber wenn dem so wäre, warum telefonieren wir denn so oft? Weil Sie sind in einer Quatsche. Verstehen Sie? Sie sind nicht ja, Sie sind nicht ne. Ja, und Sie müssen eine Antwort geben. Nö. Sie wollen nicht?
Ja, wo muss ich denn eine Antwort geben? Ich muss niemandem irgendeine Antwort geben. Weil Sie müssen eine Antwort geben, weil ich bleibe nicht nur mit Sie, weil ich habe zu viel Kunden. Also ich stelle mir wirklich die Frage, wie viel du überhaupt von dem verstehst, was ich sage. Weil einerseits wirkt das manchmal so, als wärst du intelligenter, als du klingst, meistens aber dann doch nicht. Lieber Herr, ich will nicht bla 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 quatschen und schlechter sprechen. Also, ich bin da zu informieren über die Trading. Nee. Ich bin für das hier. Nee, du bist da, um die Leute zu betrügen und zu bescheißen. Also, lieber Herr, ich habe vielmal gefragt. Wollen Sie oder wollen Sie nicht? Das weiß ich noch nicht. Oh, Informationen. Ja, Informationen nehme ich immer gerne mit, wenn die gratis sind und nichts kosten. Der Weil deutsche Bürger mag ja kostenlos, ne? Es haben keine kostenlos, also... Aber Sie müssen sagen mir, wenn Sie haben nicht Interesse zu Trading machen, ich kann die Informationen nach dem 6 Uhr geben. Also nach dem 18 Uhr. Hä? Wenn Sie wollen, nur Informationen haben und nicht Trading machen, ich kann mit Sie nach dem 18 Uhr sprechen. Naja, wenn Sie wollen Trading machen, ich kann von 9 Uhr am Morgen bis 18 Uhr am Abend sprechen mit Sie. Und danach redest du mit mir über den Betrug? Oh, Herr Sven, was passiert mit deinem Mann? Nochmal wieder? Hä? Ich weiß nicht, wer sagt immer Betrüger, ich habe das, ich habe das. Ja. Okay, ich frage normal, aber... Ja, du musst ein bisschen lauter, du bist leise jetzt. Auf der Aufnahme ich kacke sonst. Ich habe 100% Angebot gegeben für das. Aber ich muss... Okay, 75. Aber ich habe, weil da ist so skeptisch, ich weiß nicht warum. Ja, wer ist denn da nicht skeptisch bei eurem Angebot? Glauben das Leute einfach so? Also wenn da ist so skeptisch, ich weiß nicht, ich habe gesagt, warum er ist. Ich habe auch 100% Angebot gegeben. Aha. Und, okay, ich frage. Herr Steger? Was? Herr Steger, komm bitte. Okay, mach die ganze alles, die Bankdaten für die Herr Müller, ja. Okay, schick. Herr Katze? Ja. Sind Sie noch da? Mhm. Okay, also, ich frage für die letzte Mal. Was wollen Sie von uns? Und sag mir bitte, wenn Sie wollen Trading machen oder nicht. Ja, die Antwort auf die Frage ist, ich würde gerne mehr über den Betrug wissen. Wir sind nicht Betrüger. Nicht? Wir sind nicht Betrüger. Aha. Ja, das ist ja die Antwort. Interessant. Ja, und für was haltet ihr euch dann, wenn ihr euch nicht für Betrüger haltet? Ich will nicht mehr antworten, weil sie denken, wenn wir sind Betrüger, also ich habe die Antwort, wo wir sind nicht. Und ich weiß, wenn meine Frage ist, wollen Sie Trading machen oder nein, lieber Herr, guter Mann. Ja, aber dann könntest du mir doch auch sagen, wenn ihr keine Betrüger seid, wo ihr genau reguliert seid, und dann könntest du mir auch die Nummer dazu nennen. Also, Sie haben unsere Seite und Sie können sehen da. Wie heißt denn die Seite? Unsere Seite ist BankFX Trade, also ich habe viel mal gesagt für Sie. Ja. Sie haben gesehen, Sie haben gesagt, das ist nicht lizenziert, lieber Herr. Also, wo hier steht mit einer Lizenznummer, Sie können beim Visa, Mastercard, Wiener Transfer, Maestro oder wo Sie wollen, die Investitionen machen. Ja, aber also, ja, wir machen mit den Bankdaten, mit die ganze alles, mit normaler Überweisung, Online-Banking. Also, Sie können beim Indizes, Forex, Krypto, Investitionen machen. Also, beim Bonds auch, Kommoditien, beim die ganze alles. Sie wollen nicht. Es ist dein Job, lieber Herr. Mhm. Ja. Ja, dann, so, dann nehmen wir die American Express Karte. Die American Express Karte? Ja.
Aber machen Sie mit das oder nein? Na ja, machen Sie Spaß. Nee, nee, die nehmen wir denn, die American Express Karte. Ja, na klar. Versprochen mir? Nee. Nee. Aber Sie sind eine Lüge. Sie sind eine Betrüger, Mann. Ich? Du, ja. Du. Ich. Deine Kopf. Mhm. Interessant. Lieber Herr, ja. Kennen Sie was? Was denn? Kennen Sie etwas? Ich habe so viel Geld. Mhm. Wo Sie denken nicht, wie viel habe ich, lieber. Ja. Ich sage mal so, wenn du viel Geld hättest, dann würden wir beide nicht miteinander reden, denke ich mal. Also, ich will nicht mehr mit Sie reden, okay? Ach, das ist aber schade. Wirklich, ich will nicht mehr, weil Sie sind eine Betrüger, Sie sind eine... Hm. Ich weiß nicht, was Sie sind, lieber. Was ist denn das schlimmste Schimpfwort, was du kennst? Ich weiß nicht, weil Sie immer lügen, immer fragen nur wie eine Dumme. Ja, aber wenn du das ja, jetzt wirklich. Erst... Wenn du das Sie jetzt fragen erst wie eine checkst. Dumme, Mann. Ich meine, wir telefonieren hier locker schon 5-mal. Wenn du das jetzt erst checkst, dann ist da irgendwas an deiner Intelligenz kaputt, glaube ich. Es ist mir egal, lieber. Ja? Ja, und wie ich sage, Sie können Trading machen, Sie haben Frage. Es hat keine Lust. Warum nicht? Ja, es hat keine Lust, weil Sie können Geld machen, ja. Aber Sie machen Frage. Ja, aber darf man denn nicht fragen, wenn man da irgendwo Geld ja, investieren aber möchte? Die Mann wollte nicht 13 Minuten fragen. Ja, und? Wo ist das Problem? Sie haben, ich denke, du rufst an für eine Beratung. Wir haben zusammen 37 Minuten gesprochen. Ja, schon mehr sogar. Also, nur heute, wir haben 37 Minuten. Ja, und für 37 Minuten gesprochen, Sie haben nur die Frage gemacht. Ja, wo ist jetzt das Problem? Ich meine, wenn aber ich irgendwo Geld reinstecke, kann ich davon was fragen, oder nicht? Sie wollen nicht Geld machen, lieber. Nee. Sie wollen nicht Geld machen, Sie haben mehr Antworten. Also wollen Sie mehr Antworten. Sie wollen nicht Geld. Ja, ich möchte ja erstmal... Erstmal hätte ich ja gerne meine Fragen beantwortet. Aber... Hören Sie mich? Jetzt nicht mehr so wirklich, nee. Jetzt? Ja. Okay. Weiber. Herr Weiber muss mit den anderen Kunden sprechen. Oh, Herr Weiber. Und, also, wie ich habe gesagt, Sie wollen nicht Geld vielleicht? Ja, ich doch. Ich schon. Will. Ja. Also, ich habe, aber ich will mehr. Ja. Sind Sie auch wie mir? Hm. Also, Sie haben, aber Sie wollen mehr. Ja, vielleicht, ja. Ja, vielleicht, natürlich. Ich habe zu viel und ich will mehr und mehr. Warum nicht? Ja. Ja. Und für das, ich habe gesagt, wir sind hier, also Geld machen einfach und nicht so viel reden. Also wie ich habe in die erste Telefonie mit Sie, ich habe gesagt, ich habe nicht schöne Worte, ich habe eine gute Arbeiter. Mhm. Und das ich habe die Operationen Arbeit? Für Sie gegeben, über die Stadt zum Beispiel. Ich habe nur mit den pünktlichen Kunden gegeben, diese Operationen. Also diese Investitionen. Ja. Ja, wo Sie können Investitionen machen und wir machen die Operationen für Sie. Hm. Wir haben auch die Profite wie die ganzen Leute. Also, ich mache diesen Job für Spaß, weil es gefällt einfach. Manchmal ist es so langweilig, weil die Kunden... wollen nicht, oder ich weiß nicht, sind so skeptisch. Aber wenn ja, ich mache die Operation, man ist ja auch skeptisch sein, ganz ne? Super. Hm. Und jetzt bist du da im Treppenhaus, oder was ist das da jetzt für ein Graf? Es ist eine Puff. Oh. Ja. Und du hältst dich selbst für seriös. Also, Liebe, ich kann nicht seriös, weil Sie machen Spaß mit mir. Ja, aber ist ja kein Grund, dann unseriös zu werden, oder? Also, Liebe, wie ich sage, Sie machen Spaß mit mir. Sie haben 2 Wochen, wo Sie machen Spaß. Ja. Ja, und Sie machen Spaß und ich muss seriös sein, ne? Ich bin ja. Auch ein Mensch.
Ja, aber eine Firma hat sich immer seriös zu verhalten, oder nicht? Sie fragen oder Sie sagen für meine Firma. Ja. Genau. Okay. Elena, komm hier bitte. Ja, geh bitte beim Sven. Gibt's die überhaupt? Ja, und frag für die andere Bankdaten. Okay, mach das. Und? Also, Herr Katze. Oder Herr Steiner, wie Sie wollen. Gerold Steiner oder kleine Katze? Ja, ist beides richtig. Für mich ist besser Katze, weil Sie gefällen so viel diesen Namen Katze. Hä? Ja. Es ist sehr, sehr schön. Oh, liebe, liebe. Elena, ruhig bitte. Und ich weiß nicht, was kann ich für Sie machen. Ich habe zu viel mal gefragt, wenn Sie wollen etwas oder wenn Sie wollen nichts. Ja, wir können ja morgen vielleicht nochmal eine Runde telefonieren. Nein, ich mag gar nicht mehr telefonieren mit Sie. Nein. Nee? Nein, weil Sie machen Spaß mit mir, weil wenn Sie wollen Informationen, ich kann für eine Stunde die Informationen geben, aber wir haben mehr als 5 Stunden gesprochen und Sie wollen gar nicht. 5 Stunden haben wir schon gesprochen. 5 Stunden? 1 Stunde, wir haben nur heute gesprochen. Ja, möglich ist das schon, ja. Ja, also? Ihr müsst mal ein bisschen was tun für euer Geld, nicht immer nur fordern. Also, ich arbeite für die ganze, nicht nur für mein Geld, also ich arbeite auch für Geld für unsere Kunden. Ja. Elena, gib mir bitte ein Wasser, ja. Eine normale. Ja. Und Katze, ja. Mhm. Was kann ich für Sie machen? Ja, weiß ich ja, nicht. Ja, ich also bin auch so müde, so langweilig. Ja, mittlerweile schon, ja. Aber wir können ja morgen nochmal sprechen. Dann kann ich mir vielleicht bis morgen was Lustiges ausdenken. Also wir müssen mit die Termine sprechen. Aber versprochen mir, was Sie machen, morgen nicht Spaß. Ja, versprechen kann ich das nicht. Aber warum können Sie nicht? Weil wenn Sie haben Interesse, Sie können versprochen machen. Ja, wenn du mir versprechen kannst, dass ihr ein seriöses Unternehmen seid. Was Sie wollen. Ja, dann sag mal die Nummer. Dann sag mal die Buffin-Nummer oder wo auch immer. Also. Ich kann versprechen, Sie, wo Sie wollen. In meine Tochter, in meine Schwester, wo Sie wollen. Sag mir, wo Sie wollen. Das wird jetzt gruselig. Erzähl einfach mal die Nummer. Buffin-Nummer oder sowas. Nochmal wieder? Ja, die BaFin-Nummer. Die Lizenznummer? Ja, die Lizenznummer, genau. Oh, super! Ich schicke sie, Mann! Nee, sag mal. Kurz Moment, ich muss Ja, das ist das letzte Mal schon aufgelegt an der Stelle. Über die Stelle kommen wir ja irgendwie nicht drüber hinaus, über die Registrations-ID. Na? Kurz Moment. Ja, das war das letzte Mal genauso. Dann habe ich gewartet und dann hast du aufgelegt und dich nicht mehr gemeldet. So, also, wie lautet jetzt die Regulation ID? Gut, ich mache das, Lizenz. Ja. Und ich schicke per. Kann ich schicke per E-Mail, oder? Ne, einfach mal sagen, dann gucke ich hier gleich direkt. Wollen Sie es besser mit E-Mail? Nein, E-Mail dauert mir zu lange jetzt. Sag mal. Na? 530728 ist unsere Lizenznummer. Ja, und bei wem? Ja, schlecht 24. Aha, ja, genau. Also irgendwie nicht, ne? Tja. Ja, wollen Sie noch etwas? Ja, ich hätte gerne die echte Regulationsnummer und nicht irgendeine erfundene. Also, ich habe gesagt, unsere Lizenznummer und was Sie wollen mehr, können Sie mir sagen, bitte jetzt? Ja. Sie wollen gar nicht mehr. Es ist ja keine richtige Lizenznummer. Es ist nicht die richtige? Nee, ist sie nicht. Oh, wer macht Spaß mit mir, Sven?
Ich weiß nicht, wer ist so skeptisch? Ja, ist ja, glaube ich, liegt ja auf der Hand, warum man hier skeptisch sein sollte, weil ihr die Leute verarscht. Herr Katze! Ja. Sie machen Spaß mit mir, ja? Ich weiß. Das Problem ist, dass das, was ihr da tut, kein Spaß ist. Das nennt man Betrug. Aber wenn er. Wer ist eine Betrug? Ich verspreche sie, Mann. In meine. Also, Schwester. Du hast mir jetzt seit. Oder in meine Bruder, wenn sie wollen, weil die ist da nur 7 Jahre jetzt. Ja, ja. Das Problem ist, dass die Nummer einfach mal nicht stimmt, die du mir da nennst. Du sagst mir nicht, wo ihr reguliert seid. Ich kann deine E-Mail oder. Ich kann bei. Ja, was ist denn da bitte schön anders? Die Lizenznummer und was sie wollen. Ja, was ist denn da anders? Was ist da anders dran? Sag mir doch einfach die Nummer durch, wo genau ihr reguliert werdet, und dann kann ich das ja prüfen. Okay, kurz Moment. Ja, genau. Ja? Herr Katze? Ja. Oder Herr Steiner? Ja, kannst du dir aussuchen, ist ja egal. Wie sie wollen zum Beispiel. Kommt ja aufs Gleiche drauf hinaus. Nein, nicht gleich. Wie sie wollen. Steiner oder Katze? Ist mir egal. Also, ihr pünktlicher Name ist Steiner, aber sie wollen Katze. Ja, wie ist denn jetzt eure Regulation-ID? Und wo genau seid ihr angemeldet? Sie wollen die Regulation-ID? Ja. Was ist das für ein Josi? Hä? Herr Steiner? Ja. Also ich habe die ganze alles hier für Sie und ich kann per E-Mail schicken, okay? Nö, einfach mal durchgeben jetzt, damit ich die gleich direkt suchen kann. Wir schicken per E-Mail, was machen Sie jetzt? Ja, nicht Sie E-Mail. Machen Spaß? Nein, ich will die Regulation-ID, nicht E-Mail. Herr Katze, kurz Moment bitte. Nee, jetzt nicht noch einen kurzen Moment, jetzt sagst du mir die Regulation-ID. Na? Was na, Mann? Na, Regulation ID. No. Raus damit. I know. Habt ihr nicht, ne? Ich habe die ganze alles. Liebe. Ich habe sie gesagt, ich kann per E-Mail schicken. Sie wollen nicht. Das war ja nicht die Nummer, die du mir durchgegeben was hast. Was kann ich für sie machen? Was? Sag mir, was kann ich für sie machen? Du könntest mir sagen, wo ihr registriert seid. Oh. Oh, lieber Herr, ich schicke per E-Mail. Nein. Verstehen Sie das? Nein. Tja. Elena, was passiert? Okay. So ist das halt, ne? Schon scheiße, wenn man das Geld nicht bekommt. Nein, ich bleibe nur hier vor einem Computer und ich bleibe hier. Ich spreche mit Sie über die Lizenznummer. Ich sage, ja, das ist ich ja kann eben mit nicht der die Fall. E-Mail schicken, Sie wollen nicht. Ja, sagen. Sprechen. Nummer durchgeben. Also, ich kann nicht Nummer durchgeben, also ich kann schicken. Dass das da sowieso nicht ankommt, das ist ja auch bewusst. Also sag mir jetzt die Nummer, weil sonst seid ihr ja nichts anderes als Betrüger. Ich weiß nicht, was Sie wollen, was Sie sagen. Ja, wie viel Geld gesagt? Haben Sie früher verloren vielleicht? Mir gar nichts. Und wenn Sie haben eine viel schlechte Erfahrung früher gehabt? Nö. Ja. Das Problem ist ganz einfach, dass ihr hier am laufenden Band anruft. Also ich habe bestimmt 10 Stück von euch am Tag dran und die erzählen alle die gleiche Scheiße. Sie haben diesen Spaß gemacht Sie haben die Anmeldung gemacht, also Sie haben mit einem anderen Namen gemacht, das bedeutet, es ist so schlimmer und sowieso, Sie haben diesen Spaß angefangen. Ja, richtig. Sie haben die Anmeldung gemacht, aber Sie sind eine Dumme, Sie sind eine Schlampe, Sie sind eine Ja, und weißt du, was du jetzt bist? Sie sind so. Ja, weißt du, was du bist? Sie sind ein Schwanz. Ja, weißt du? Ja, da reichen deine Deutschkenntnisse wieder nicht, oder was? Tja. Ist schon traurig, dein Job, ne? Du Scheiße, Mann. Du verpiss dich, du Alter. Findest du das in Ordnung, so? In Ordnung? Hm? Hä? Ja. Wollen Sie mit Elena ficken? Nö. Wie ne?
Sie müssen mit Elena fliegen. Das ja. Ist unanständig. Sie müssen mit Elena fliegen. Wo Sie wohnen, sag mir. Nein. Hoppa. Das ist schon ziemlich armselig, so ein Job, ne? Aber weißt du, was gut ist? Du kannst in der ganzen Zeit, wo du mit mir quatschst, niemanden anderen betrügen. Aha. Elena. Wo Sie wohnen, lieber Herr Katze, Herr Hund, oder wie heißen Sie? Das ist egal. Lümmeltüte hatten wir auch schon. Elena, komm und mach Honig diese Katze. Ja, was ist das nicht scheiße, jeden Tag in so ein Callcenter zu gehen und lauter Müll zu erzählen? Den ganzen Tag ist doch total anstrengend. Ich weiß nicht, was. Vor allem, wenn man sich jetzt auch noch überlegen muss, dass ihr auch jedes Mal noch in einer Sprache reden müsst, die ihr selber nicht mal kapiert. Haben Sie Kinder? Nö. Nein, er hat nicht. Haben Sie Kinder? Nein. Nein. Arbeiten Sie schon? Ja. Sie haben, was arbeiten Sie? Das geht dich, glaube ich, nichts an. Es ist mir egal. Also, danke schön. Ja, bitteschön. Tschüss. Tschüss, tschüss. Sag mir tschüss, bitte. Nee. Warum, ne? Sag mir tschüss. Nein, ich verabschiede mich von Betrügern nicht höflich. In der Regel tun wir es. Sag mir tschüss. Nein. Sag mir tschüss. Ja, was hast du denn davon? Und ich muss schließen die Handy. Tja, du weißt schon, dass du jetzt 31 Minuten lang nur Scheiße laberst, oder? Es ist mir egal, ist mir egal, egal, ist mir egal. Egal, kein Auto, ist mir egal, auch Geld, ist mir egal. Ja, ich merke das schon. Aber so egal kann dir das ja nicht sein, wenn du die Leute abzockst. Oder kennen Sie die Capital Bra? So ein Job zu machen, das kann doch nicht dein Ernst sein. Das ist doch total kacke, sowas jeden Tag am Telefon. Dankeschön für Ihre Zeit, ich wünsche Sie einen schönen guten Tag. Ja, ich muss mich ja für deine Zeit bedanken. Ich meine, du bist ja derjenige, der damit bekannt wird. Sie sind wirklich guter Mann. Weiß ich. Das ist mir bewusst. Und wir können einen anderen Tag vielleicht sprechen, okay? Ja, genau, dann rufst du morgen nochmal an. Ja, super. Morgen, ne, weil ich will nicht. Ja, dann übermorgen oder so, ist mir ja was. Auch übermorgen, vielleicht. Ja, dann schauen wir mal, wenn wir nochmal was von dir hören. Also, ich melde nicht mehr, weil ich will nicht mehr. Ne? Ne, weil sie sind Betrüger, sie sind eine... Sie machen nur Spaß. Ich mach nur Spaß. Ja. Naja, weißt du, was ich mache? Ich verplemper deine Zeit. In der Zeit kannst du niemanden anderen betrügen. Ach. Elena, komm, komm. Oh, Elena. Ja, das ist ja schön, was er da so macht, aber das kannst du mir gerne für dich behalten. Ich weiß ja nicht, was du davon hast. Tut dir irgendwas weh? Hast du Schmerzen? Elena? Ich glaube, du hast Schmerzen. Elena? Jetzt wird's ein bisschen albern. Also wirklich. Wie kann man den ganzen Tag in einem Callcenter sitzen mit lauter Affen und so viel Scheiße produzieren? Das ist für mich wirklich einfach unfassbar, dass man dadurch ein erfülltes Leben haben kann. Sag mal, schämst du dich da eigentlich gar nicht für, was du da so machst? Tja. Da weiß er wieder nichts so zu sagen. Weiß dein Chef eigentlich darüber Bescheid, dass du die ganze Zeit die Zeit verplemperst? Ah, Elena. Ja, dass Elena da nicht existiert, das wissen wir ja schon. Elena ist meine Schlampe, meine Sekretärin. Ja, das ist schön, was du so für Fantasie hast. Mensch. Ich habe die Fantasie, ja. Wollen Sie meine Schwanz hören? Ich kann per E-Mail schicken oder per WhatsApp. Ja, mach mal, das können wir dann als Thumbnail benutzen. Okay, aber da brauchen wir wahrscheinlich eine Lupe oder so. Wollen Sie auch die Elena sehen? Ja, die können Sie mir gleich mal mitzeigen. Aber wenn Sie sehen, die Elena, Sie müssen ficken. Nee. Ja, wenn Sie sehen, die Elena, Sie müssen einfach Sex machen, okay? Ja, dann zeig mir mal deine Elena. German, du bist... Ich weiß nicht, was Sie sind. Mann, weil ich weiß nicht, was sie sind. Ach so. Also, danke schön
Und ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja, wünsche ich dir nicht. Ciao, ciao. Ja, Leute, ich weiß nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Ich meine, ich habe es jetzt einfach mal laufen lassen. Ja, nur noch mal zur Erinnerung. Der Typ, der ruft mich von einem Trading-Unternehmen an. Also von, ich meine, wir wissen, dass es kein echtes Trading-Unternehmen ist. Aber der gibt vor, von einer Trading-Firma anzurufen. Naja, und der möchte Geld von mir. Wie kann man mit so einem Verhalten Geld von jemandem bekommen? Es ist mir absolut fraglich, wie der überhaupt Geld verdienen kann. Also, weiß ich nicht. Also, ob da meine Intelligenz dafür nicht reicht, um hier festzustellen, wer da Geld einzahlt, ich weiß es wirklich nicht. Also, ich kann es euch nicht sagen. Eigentlich bin ich schockiert über dieses ganze Gespräch, ne? Also, ich meine, ich höre mir das jetzt hier zum zweiten Mal an. Aber wie kann man so viel Blödsinn labern? Das ist doch absolut nicht normal. Naja, aber er hat tatsächlich nochmal angerufen. Und den Teil, den hören wir dann morgen. Tja, und viel intelligenter als das hier wird es auf jeden Fall auch nicht. Das kann ich schon mal versprechen. Ja, aber ich dachte mal, tja, so kriegen wir mal ein bisschen was mit, wie die Typen eigentlich so ticken. Ich meine, das ist ja jetzt ja eigentlich auch schon kein Verkaufsgespräch mehr, sondern eigentlich nur noch albern. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt gerne den Daumen nach oben, abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtet und wer möchte, der klickt jetzt noch auf die Playlist und findet noch viel mehr von diesen Videos. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.